zo. Geef hem gummy. Heb je planeet zwak? Dreef van het. Dreef van het. Staan het. Hij wekt zich aan de kant, ziet. Ah. Hey, deze is onder andere slagpoedelen toen ik keter. Door hebben ze het ook. Ja, weiss nicht. Auf jeden Fall ist er weg. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Empyrion mit eurem Manulu. Mit der Fiester Spanky, ist gerade ins Wasser gefallen. Wo ist er jetzt? Hallo zusammen. Hallo. Ja. Ja, dachte ich, ich brauche jetzt gerade als guten Start, weil der Spanky auf ein Viech müssen schiessen. Wir haben jetzt nämlich hier so einen Rocket Launcher. Theoretisch sollte der von selber unsere Base ein bisschen verteidigen. Ich hoffe, er funktioniert. Schaut das, sie hat das Game umgestellt auf Deutsch. Generator klein. Schaut das an. Drücke E, um den Nahrungsmittelprozessor zu benutzen. Erste Hilfestation. Ich bin immer noch auf Englisch, Mist. Fantastisch. Ja, du mal umstellen. Hast du wirklich alles? Komm mal. Options. Schwebesystem, Stahlplatte, Schotter, Kupferbarren. Ah, schön. Warte mal. Wo ist denn das? Ich habe das bei Options gefunden. Die schaue auch heute. Misk. Ah ja, tatsächlich. Options. Tatsächlich. Nach Diverses, nach Sprache. Deutsch. Hei. Könnt ihr so bestellen auf Deutsch? So, unser Primärziel, das wir haben. Wir wollen so schnell wie möglich von diesem Planet weg. Und der Spanky und ich haben nämlich das letzte Mal nach der Session, haben wir einfach noch ein bisschen gamen für uns. Und haben neu angefangen, sind eigentlich recht gut vorwärts gekommen, haben sehr schnell ein Raumschiff bauen und sind ab bis all. Und haben eigentlich alle Planeten, haben wir auch die angeschaut, was wo ist. Genau, ja, wir haben recht Action gehabt. Vielleicht gibt es da noch ein kleines Best-of. Wenn ich das gelust habe, könnt ihr mir so ein Video schreiben, dann mache ich ein Video daraus. Ich habe das alles eigentlich aufgenommen. Aber ich denke, das ist ein bisschen aus dem Thema gerissen hier, darum habe ich das noch nicht gemacht. Aber wenn es euch gelust hat, dürft ihr es gerne herschreiben, ich mache euch gerne ein Video, absolut kein Ding. Darum wollen wir so schnell wie möglich jetzt hier weg von diesem Planet. Weil wir haben hier Zeug gesehen, das müssen wir euch unbedingt zeigen. Und das heisst, wir müssen jetzt halt wieder abbauen. Wir müssen so schnell wie möglich ein Raumschiff bauen. Das heisst, wir müssen Eisen haben, wir müssen Silikon. Eisen aus Silikon. Kobalt. Wie ist das eigentlich auf Deutsch? Kobalt, das muss ich jetzt mal schauen. Kobalt ist Kobalt. Aber Silikon ist eigentlich Silizium. Einfach der amerikanische Begriff. Okay, also das ist das Siliziumbrüste und nicht Silikonbrüste bei uns. Ja, nein. Das ist Silikon ist etwas anderes bei uns als bei Ihnen. Bei Ihnen ist das Silizium. Ja, was jetzt? Sind es Siliziumbrüste? Nein, sie immer noch Silikonbrüste. Silikonbrüste, okay. Das ist zum Glück alles schön in der Nähe. Kobalt. Ja, das heisst Kobalt, ja. Eisen. Und Brüstlager. Ein Brüstlager. Wir haben alles nur Grösse 5 und 6, also mit auf anderen Planeten, da haben wir zum Teil Grösse 13. Und 18, maximal. 18, ja. Da sind wir vor dran gestanden, da haben wir einen Drill Charge nach dem anderen durchgelassen. Da kommst du nicht Material rein. Ja. Ah, schau da, 13. Ja, wir haben noch kein Sattel, wir können es noch nicht 10 Uhr reiten. Hey, Zark, da müssen wir auch wieder rein schauen, dass recht viele neue Viecher dazukommen. Letzte Fall habe ich ein Screenshot gesehen mit einem Affe. Und übrigens, auch wenn das jetzt nicht zu diesem Spiel gehört, das muss jetzt noch in der Zellusbank sein. Was? Artefakt. Dort steht Alien-Artefakt. Ich kenne bis jetzt nur einen Alien durch. Alien-Art. Ich muss schnell über den... Artefakt. Ich muss da schnell drüber. Mal den Artefakt anschauen. Das ist ja nur ein Turm. Das ist ein Turm. Alien-Turm. Die nehmen wir dann noch genug ein. Warte, wir schauen mal, wer weiter kann kumpen. Nicht Zeit. Hä? Was du zuerst oder soll ich zuerst? Gerät ich runter. Gehen wir zuerst Silizium abbauen? Ja, dann kumpen wir halt richtig Silizium. Gami! Hat jetzt ein bisschen Action.
Ah, bin ich weit gekommen. Ah, oh, noch mit beschissen. Aber gut, bleibt der dort ist. Du musst ja schauen. Weiter ist. Ich komme weiter. Hey, Kami, Kami! Oh, ich bin ja da nicht weitergekommen, hier. Ja, so düst. Das ist doch nicht so steil gewesen. Nein, nein. Wir haben ein bisschen andere Schwerkraft geplant vom Schneeplanet. Ah, jetzt bin ich auf dem 13 in seinem Rücken gelandet, dort. Weißt du was? Wo gehst du zählen? Richtig Du Silizium? bist schon da, ja. Ich kann sonst gerade das Eisen nehmen. Das klingt doch nach einem Plan. Was? Jetzt habe ich noch Schau da. Kupfer gesehen. Kupfererzlager. Ja, da. Ja, schau, das Wow. Entwicklerteam kommt aus Deutschland. Also, du hast recht. Der Move mit dem Rechtsklick. Linke und rechte. Funktioniert. Ja, irgendwie dunkel. Das baut schneller. Okay, ich habe den Tipp eben dort gelesen. Ich tue es mal ohne. Obedi. Ja, Ich tatsächlich. wollte auch etwas sehen. Also, wenn ihr schneller wollt, abbauen mit der linken tut man sie aktivieren, aber wenn ihr einfach beide Maustasten drücken, wird ihr doppelt so schnell abbauen. Ha! Ah, schnell. Da könnte man schon fast ein Tipps- und Tricks-Tutorial machen. Hey, jetzt ist noch mein Zeug leer. Hallo. Oh, das Eisen soll mal kommen da. Ah, das ist ein Eisenerz. Ah, ist natürlich geil, wenn man doppelt so schnell abbauen kann. So. Yes. Wow. Ah, jetzt geht's recht schnell vorwärts. Ah, geiler Tipp. Bringt dir nicht das Gefühl, Drillschalter schneller leer. Das ist jetzt das einfach Einbildung. Ich versuche mich dort zu achten. Jetzt drücke ich doppelt drücken. Und einsammeln. Ja, es geht schneller abwärts. Geht schneller abwärts, hä? Ja, aber der rechts drückst das Wagen. Zählt nicht sein. Das ist geil. Ich hoffe, das nehmen sie nie raus. Oh, wir müssen dringend diesen haben, sonst kommen wir nie nachher mit dem Raumschiff. Aber eben, Silizium und Kobalt braucht es auch. Ja. Metallkomponenten braucht man bei Eisenbahnen und ein Silizium. Ein Kobalt. Ja, ich freue mich schon aufs Weltall. Ich glaube, die Raumstation nehmen wir die auch gleich ein, oder? Ja. Und ich glaube, der Raumschiffbau, da kannst du dann ein Spurvideo machen. 2 Stunden in 5 Minuten abgespielt. Ich brauche nicht 2 Stunden auf das Ding. Ja, das kann gut sein, ja. Noch Tetris-Musik im Hintergrund. So, Baldi-Man oder irgendein Sound. Ja, lustige Musik für sie. Genau für so etwas hätte ich eigentlich schon etwas auf die Seite getan. Ja, hier. Du musst dir schon wirklich etwas überlegen, zu reden, weil es ist nicht wirklich interessant, hier beim Abbau zuzuschauen. Aber auch das muss leider sein. Ja, fester Bestandteil vom Stil. Ja. Wenn man das nicht würde zeigen, wäre es Scheiss. Das ist ja so, ja. Dann wäre es eben nicht ein Let's Play mehr, dann wäre es ein Let's Show. Ja, so sind die Drill Chargers extrem schnell leer. Also ich habe jetzt den meiner schon durchgebraucht. Das ist der letzte, den ich habe. Ich auch. Und das Problem ist, in der Dummy habe ich wieder einmal versehentlich nachgeladen, obwohl ich nicht raus bin. Gut möglich, dass ich mich nachher aus dem Loch befreien muss. Meinst du, es soll noch ein bisschen Munition auf die Seite tun? Könnte nicht schaden. Okay. Ich schaue mal. Ich habe erst 150 Erz dabei. Sonst macht er jetzt noch heute den Ausgang. Ja, nur noch 160. Ah ja, noch ein bisschen mehr. Aber wir doch noch etwas drittes abbauen. Warte jetzt. Ich darf nicht alles durchlassen hier. Kobalt müssen wir auch noch haben. So. Wie viel Wissen habe ich? 224, ich glaube, das reicht auf einmal.
So. Ja, Du bist und beim Silizium, ja, hä? ich bin aber wieder rausgekommen. Gehen wir noch zum anderen schnell. Noch zum Kobalt, ja. Kobold. Noch zum Köbel. Köbel, ich komme! Köbi. Hey, das ist mit Drill Charge Viecher rumlassen. Ich glaube nicht. Okay, kenn ich noch nicht. Alien Artefakt. Ich weiß nicht. Finde ich das so komisch geschrieben? Ich glaube, ich würde das anders schreiben. Ja, jetzt nehmen wir noch ein bisschen Köbel mit. Hey, ich hoffe, ich habe überhaupt noch genug, dass ich nicht gekommen bis zum Köbel. Ich habe sonst noch 100 Munition. Das bringt uns nicht weiter. Ah, Mama, da ist schon da. Der liegt direkt an der Oberfläche. Das ist gut. That passed, that passed. Ah, oh, jetzt lassen wir uns den Rest noch durch, die Türen, die wir haben. Und wir können wir lange nicht schaden mit dem. Oh ja, du. Wäre ein Massaker schon lang. Ja. Da wärst du mir schon ein paar Mal in einen reingelauert. So, ich bin auf null. Leider. Ja, jetzt auch gut. Wie viel habe ich bekommen? 23. 26. Kannst du nicht noch irgendwie Schaufelkraft aus Stein und ein bisschen Fibers? Wäre noch ein nützlicher. Hier brauchen wir noch ein bisschen Fleisch. Schau mal, das ist danach die Riesenansammlung. Säle zusammen. Nein, ich würde mal sagen, wir gehen mal wieder heim zu. Jetzt haben wir schon ein bisschen Material. Ja. Yep. Und zum Glück sind die Corn Dogs immer noch da. Die ist auch auf Deutsch Corn Dog, hä? Ja, ja, ich meine. Auch die Ressourcen zum Abbauen sind immer noch auf Englisch angeschrieben. Alien Plasma T6. Ja, und so uns und so ist ja nicht drin. Da fehlt mir echt der Buchstaben, musst du mal achten. Das kleinste Drama, eigentlich habe ich es auf Englisch gut verstanden, was sie wollen. Ja, ja, mittlerweile geht es gut. Durch das ewige Gamen versteht man es langsam. Das sind ja meistens die gleichen Sachen. Wo kann ich überhaupt her? Ich laufe ja falsch. Ich laufe zum Siliziumlager. Die können da hinten rein. Wo ich auf die Map schaue. Wie nicht, Dodo. Oh, Aloe Vera, Aloe Vera. Das ist geil. Hast du noch einen gefunden? Ja. Cool. Hallo, gerade abpflanzen. Aber nicht hier. Oh. Willst du gar nicht abpflanzen? Du? Hey, ich weiss eben nicht. Doch am gescheitsten. Wir haben noch so viel Salami aus dem Zeug. Willst du einfach einen Schnee? Dann machen wir den gescheiter Tschüss weg. Ja. Und der hat so Milch. Der hat das Viecher mit Milch. Mhm. Also, man kann sie nicht melken, aber du schießt sie und eben nachher eine Beutel Milch im Inventar. Eine Flasche Milch. Eine Flasche Milch, ja. Ist noch lustig. Nein, ich würde es noch cool finden, wenn man sie könnte melken irgendwie. Ohne dass ja, man sie sie können sie züchten und... Ja. Könntest du das Gehege anlegen? Weil im Moment beachten sie unsere Bauwerke überhaupt nicht. Letztes Mal unser Raumschiff einfach über den Haufen gelatscht. Ja. Aquafruit, was hast du genommen? Nein, mit dem einen Viech wollte ich einlassen. Ja, es hat gerade neben das Raumschiff gekehrt. Noch ein bisschen Korn-Dogs. Ja, schön, legt den Engines überall noch ein bisschen Essen auf diesem Planeten. Sonst habe ich noch keine Corn Dogs gefunden auf anderen Planeten. Doch, doch. Ja? Ja, gemeint schon. Da, die armen Dinosaurier gerade töten, du bist der böse. Ah, das hat vier Fleisch gegeben. Ah, nein, sind wir hin. Auch Kühlschränke funktionieren jetzt auch. Vielleicht haben sie schon immer funktioniert, es ist einfach ein bisschen kompliziert. Ja, weil, ja, man ist einfach nicht geachtet. Ihre Sterbenszeit läuft einfach langsamer ab. Etwa, ja, vielleicht Faktor 2 würde ich sagen. Ja, ja, so haben wir es natürlich noch gar nicht getestet, wir haben gar nicht den Vergleich gemacht, wir haben einfach ja, angenommen. Aber, aber man hat einfach gesehen, wir haben etwas im Kühlschrank da und etwas in einer normalen Kiste. Und das ist. Das im Kühlschrank hat fast nichts abgenommen und das andere in der Kiste schon. Ja. So, dann machen wir doch gerade ein paar halbe Tonnen Eisenbarren, oder? Ja.
Und ein paar Aufladepacks. Ein paar Drill Charge. Jemand schnurrt. Die haben jetzt neue Kraftstoffzellen. Hehehe. Also. Ja, dann können wir uns ein paar Charges machen. Fantastisch. Oh, der neue Food-Generator. Sieht wirklich geil aus jetzt. Jetzt sieht er aus wie ein Food-Generator. Zufällig noch ein bisschen Alien-Plasma dabei oder so? Ich glaube, sie haben vorhin. Ja, T6. Da könnte man ein paar grössere Medikits herstellen. Ist drin. Oder wir machen aus der Aloe Vera etwas zum Anpflanzen. Ah, nein, haben wir gesagt. Nein, haben wir einen Weg da. Mal ein bisschen Korn da gesessen. So, wie weit ist er mit der. Ich werde dann noch ein bisschen abbauen. Du Drillcharts gemacht? Nein, noch nicht. Ich habe noch ein paar Kraftstoffpakete in Auftrag gegeben. Warum? Da will. Alle Stückchen brauchen wir. Rein optisch ist die Welt hier schon schön, aber einfach viel zu wenig Ressourcen. Weil auf dem anderen, sobald wir Milch hatten, da haben wir so geiles Essen können herstellen. Wir hatten riesige Plantagen, wir mussten uns wirklich nicht mehr um Essen müssen kümmern. Alles ist einfach gewachsen und wir konnten Dosenfutter herstellen. Das war richtig geil. Es ist am Schluss schon fast langweilig geworden, weil wir schon alles hatten. Und rund um uns herum alles abgelootet und abgefarmt und geplündert und verschossen. Geht direkt von der Hütte ein Promethium Adern hatte mit Grösse 13, glaube ich. Ja, Energie. Da baust du einfach Zeug ab für Energie für Jahrzehnte. Ich glaube, wir hatten etwa 700 Batterien oder so. Ah, das ist schon geil. Wollen wir gerade nochmal zu dieser Mine rüber? Mit ein paar Zellen den Rest holen und vielleicht noch den Turm bieten, was dort hat. Ja. Aber ich mache noch ein bisschen mehr Metallstücke, das reicht nicht in diesen Türen jetzt meistens ein paar interessante Kisten. Interessante Teile. Ja, das wäre aber schon cool. Keine Portige looten, ja. Ich loote dir noch gerade ein paar Blöcke ab. Prost! Oh shit, merci! Was brauchen wir jetzt? Hey, Anton, da sind die Trail Charges. He? Jo. Dann gehen wir noch einmal abbauen und machen ein bisschen Action mit diesen. Am besten machst du etwa 4 Stück. Ja, 6. Geht ja mal 3, gell? Ja. Ja, dann geht der wieder mal genug. Also ja. Wirklich lang länger sie nicht mit dieser doppelten Abbautechnik. Dunkel, ich habe mega wenig aufgelesen. Tschüssi. Vielleicht nur das, was ich abgebaut habe. Auch noch da reinschmeißen. 160 Siliziumerz, ja. Ist das schon gefallen, der neue Rucksack? Das sieht wirklich noch cool aus. Hey, kein Schnauz mehr. Wo ist mein Gigolo Schnauz her? Schuf, das hat doch aber noch so eine Porno-Schnauz über dich gehabt. Ja? Hast du das fort? Meine? Wäh! Ja, deine auch. Nein, mein Porno-Schnauz. Wir sehen nicht mehr so russisch aus uns. Ah, aber dafür sehen wir immer noch beide, wir sind immer noch Zwillinge. Da ist der Passerfarbe in der Langmauer. Das kommt schon noch. So, dann würde ich sagen, machen wir uns eine kleine Folgenpause. In der nächsten Folge, wenn wir das Alien-Scheiss-Türmchen angreifen.
gehen looten, ein bisschen Action machen, Schiffli bauen und dann tschüss, adieu. Merci mal fürs Zuschauen. Wenn, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir noch einen Daumen hoch da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss zusammen, euer Nulu. Tschüss zusammen.